Eines der mächtigsten Prinzipien der Realität, das das Potenzial hat, unser Leben für immer zu verändern, ist das Spiegelprinzip. Diese große Transformation erfordert keine spezifische Technik oder Strategie, die Handlung verlangt. Dieses Prinzip bezieht sich auf die Person, die Sie werden möchten. Zum Beispiel, wenn Ihr Wunsch ist, Millionär zu werden, müssen Sie innerlich Millionär werden, bevor sich dies äußerlich manifestiert. Andernfalls werden Sie von einem Ort zum anderen springen, im Glauben, dass das Problem bei Ihnen liegt. Die erste Lektion dieses Prinzips ist also, wenn Sie sich innerlich nicht ändern, wird sich äußerlich nichts ändern. Das ist die grundlegende Essenz des Spiegelprinzips. Wenn Sie dieses Prinzip beherrschen, wird alles, was Sie berühren, zu Gold. Dies erfordert jedoch, dass Sie sich Ihren eigenen Dämonen stellen, Ihrem eigenen Spiegelbild, das Ihnen vielleicht nicht gefällt. Wenn Sie wirklich bereit für eine bedeutende Veränderung sind, ist dieses Video für Sie. In diesem Video werde ich auch eine entscheidende Übung teilen, die ich noch heute praktiziere. Wir werden dieses Prinzip entwirren und zeigen, wie es Ihr Leben verändern kann. Die Realität ist ein Spiegel, der Ihre Beziehung zu sich selbst und zur Welt oder zur Realität selbst widerspiegelt. Ihre innere und äußere Welt. Was meine ich damit? Gehen wir zurück zum Beispiel des Millionärs. Wenn Ihre Beziehung zu Geld darin besteht, dass Sie nicht in der Lage sind, Geld zu verdienen, dass Sie nicht gut darin sind, Geld zu verdienen, dann wird der Spiegel der Realität sagen, oh, das glaubst du also, sei es so. Hier ist mehr Beweis dafür, warum du nicht in der Lage bist, Geld zu verdienen. Und folglich wird Ihnen das Leben mehr Umstände geben, die Ihre Hypothese und Ihre Aussage bestätigen. Merken Sie sich diesen entscheidenden Punkt. Die äußere Welt ist lediglich eine Reflexion, die durch das Bild geformt wird, was im Wesentlichen eine andere Art zu sagen ist, dass es unsere innere Welt ist. Wenn wir die Welt um uns herum sorgfältig betrachten, ist klar, dass die meisten Menschen zunehmend in den Trubel der Außenwelt eingetaucht sind, konsumiert von Technologie, sozialen Medien und dem hektischen Alltagsleben. Viele von uns haben die Verbindung mit unserer inneren Weisheit verloren, der inneren Essenz, die wir einst beherrschten. Also lassen Sie uns die vier Schlüssel erkunden, die es Ihnen ermöglichen werden, die Realität nach Ihren Wünschen zu formen. Wenn wir das Gesetz der Anziehung studieren, wird oft erwähnt, wie die Realität ein Spiegel ist und was wir versuchen ist, diesen Spiegel zu manipulieren. Der erste grundlegende Schlüssel des Spiegelprinzips ist zu verstehen, dass der Spiegel der Realität zwei Dinge widerspiegelt. Ihre Beziehung zu sich selbst und Ihre Beziehung zur Welt um Sie herum. Mit anderen Worten, was Sie im Spiegel der Realität sehen, ist eine Projektion davon, wie Sie sich selbst sehen und wie Sie die Welt sehen. Wenn Sie sich selbst ansehen und denken, dass Sie nicht gut genug sind, wird der Spiegel einfach diesen Glauben widerspiegeln. Ich bin nicht gut genug. Ich kann das nicht tun, weil ich nicht gut genug bin. Und der Spiegel wird antworten, du bist nicht gut genug. Hier ist mehr Beweis dafür, warum du nicht gut genug bist. Die Reflexion basiert auf den Botschaften, die Sie an den Spiegel der Realität senden. Der Spiegel der Realität ist gewissermaßen wie ein treuer Freund, der immer bereit ist, das zu bestätigen, was Sie glauben. Anstatt also direkt das reflektierte Bild zu manipulieren, müssen wir lernen, das Bild zu transformieren, das wir vor dem Spiegel projizieren. Dies ähnelt dem Akt des Beeinflussens einer Person. Wenn wir direkt zu jemandem sagen, tu das nicht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie genau das tun, was verboten wurde. Wenn wir jedoch motivieren und inspirieren, überzeugende Gründe präsentieren, um bestimmte Handlungen zu vermeiden und die potenziellen negativen Auswirkungen erklären, wird die Person eher geneigt sein, zuzuhören und unseren Einfluss zu akzeptieren. Unser Ziel ist es also, unsere Welt indirekt zu beeinflussen. Der Spiegel der Realität intensiviert einfach das, was Sie sagen. Er wird immer das widerspiegeln, was Sie in Ihrem Geist für wahr halten, sowohl über sich selbst, Ihre Identität, als auch über Ihre Weltsicht. Bitte denken Sie daran, dass dies einer der wichtigsten Schlüssel ist. Wie können wir das ändern? Wie können wir dieses Muster unterbrechen und bewusst wählen, was wir wollen? Sie müssen Ihre eigene Identität und Weltsicht, Ihr Paradigma, erschaffen. Um Ihnen zu helfen, zu verstehen, wie Sie Ihre Identität erschaffen, geben wir ein Beispiel. Zuerst ist es wesentlich, klar darüber zu werden, was Sie langfristig wollen, zum Beispiel in 10 Jahren.
in dem endgültigen Bild? Was ist eine Aktivität, die Sie sich täglich vorstellen? Was besitzen Sie, das Ihr Leben zu einer kontinuierlichen Entdeckungsreise macht? Fragen Sie sich, wer bin ich jetzt? Welche Eigenschaften und Merkmale habe ich, wenn ich all diese Dinge erreiche, besitze und tue? Das ist entscheidend. Überlegen Sie dann, wie Ihre Weltsicht ist. Wie nehmen Sie die Welt wahr, wenn Sie diese Realität leben? Wie sehen Sie die Welt, wenn Sie all dies erleben? Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um kraftvolle Affirmationen zum Leben zu erwecken. Erstellen Sie zuerst Affirmationen über Ihre Identität, wie Sie sich selbst sehen. Es könnte etwas sein wie: Ich bin würdig. Ich bin ein Magnet für Fülle, weil ich in mir die magische Berührung eines Alchemisten trage. Dann erstellen Sie Affirmationen, die sich auf Ihre Vision der Welt beziehen. Zum Beispiel: Die Welt verschwört sich zu meinen Gunsten. Alles geschieht zur richtigen Zeit und nach dem göttlichen Plan. Wenn Sie sich täglich diesen Affirmationen widmen und sie verinnerlichen, seien Sie bereit, eine unglaubliche Transformation zu erleben. Die Realität, die Sie wahrnehmen, die Art und Weise, wie Sie die Welt sehen, wird sich vor Ihren Augen zu ändern beginnen. Selbst wenn das, was Sie heute wollen, scheinbar schwierig für Sie ist, bedeutet das nicht, dass Sie es morgen nicht erreichen können. Alles braucht Zeit, Übung und Geduld. Respektieren Sie also Ihre Zeit, aber lassen Sie auch nicht zu, dass bestimmte Ängste Sie davon abhalten, das Außergewöhnliche zu erreichen. Nehmen Sie sich also einen Moment Zeit, um diese Übung zu machen. Sie hat die Kraft, Ihr Leben komplett zu revolutionieren. Nun kommen wir zu Schlüssel Nummer 2. Was Sie verstehen müssen, ist, dass die Reflexion, die wir in unserer materiellen Welt sehen, mit einer gewissen Verzögerung gebildet wird. Warum? In unserer inneren Welt können wir ein Bild sofort erschaffen, indem wir einfach die Augen schließen und uns vorstellen, was wir wollen. So funktioniert es in dieser Dimension. In der dritten Dimension, der physischen Dimension, dauert es jedoch eine Weile, bis sich Dinge manifestieren, aufgrund der inneren Natur der Materie. Die Materie ist dicht und kann die Gesetze der Natur nicht brechen, um alles sofort zu manifestieren. Das bringt uns zum nächsten Schlüssel. Sie müssen an dem Glauben festhalten, den Sie etabliert haben, lange genug, damit sich Ihr Wunsch manifestiert. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Sie der Identität und Weltsicht, die Sie geschaffen haben, treu bleiben müssen, bis sich Ihr Ziel offenbart. Was auch immer Sie sein wollen, beginnen Sie damit, die Identität einer Person anzunehmen, die bereits ist, was Sie sein wollen. Fragen Sie sich, wie diese Person handeln würde, und halten Sie lange genug an dieser Identität fest. Ein interessantes Phänomen tritt auf, wenn Menschen dies erleben. Sie stellen fest, dass ihr Leben Höhen und Tiefen hat. Sie etablieren einen Glauben, eine Identität in der Erwartung, dass ihr Ziel wahr wird, aber das Ergebnis erscheint nicht sofort. Dann beginnt ihre Stimmung zu sinken, zusammen mit dem Glauben. Sobald ihre Stimmung ihren Tiefpunkt erreicht hat, offenbart sich plötzlich die Manifestation. Wenn sie sich manifestiert, beginnt sie jedoch, ihre vorherige negative Einstellung mit einer gewissen Verzögerung zu reflektieren. Dann beginnt das, was sich manifestiert, wieder zu verschlechtern, weil es einfach widerspiegelt, wie sie sich fühlen. Auf diese Weise entsteht eine Art Welle, ein Zyklus, der in ihrem Leben auftritt, und sie können ihm nicht entkommen. Sie erleben Höhen und Tiefen, und es gibt kein Entkommen. Der Schlüssel ist immer, der Identität und Weltsicht treu zu bleiben, die Sie geschaffen haben, da dies der effektivste Weg ist, bedeutende Veränderungen in Ihrem Leben zu fördern. Nun kommen wir zum nächsten Schlüssel, den ich als tiefgreifend wirkungsvoll empfinde und den ich täglich praktiziere. Was Sie verstehen müssen, ist, dass der Spiegel der Realität nicht die Natur Ihrer Gedanken widerspiegelt, sondern deren gereinigten Inhalt. Ich erkläre, was ich meine. Denken Sie darüber nach, wenn Sie ständig Unzufriedenheit ausdrücken, aber es gibt einen Inhalt zu Ihrer Unzufriedenheit, wie: Ich hasse meinen Sackgassenjob, ich hasse meinen Chef, ich hasse meinen Partner, ich hasse die Rechnungen, die ich bezahlen muss. Dann spiegelt der Spiegel nicht den Hass an sich wider, sondern reflektiert den spezifischen Inhalt Ihres Hasses. Zum Beispiel: Ich hasse die Rechnungen, als Ergebnis bekommen Sie mehr Rechnungen. Ich hasse meinen Job. Und es werden mehr Situationen entstehen, die Ihre Unzufriedenheit mit der Arbeit erhöhen. Genau so passiert es. Je mehr Sie sich darüber beschweren, was Sie nicht haben und was Sie nicht wollen,
wird dies weiterhin in ihrem Leben wiedergespiegelt und gibt ihnen mehr Gründe, ihre Weltsicht und Identität zu bestätigen. Dies ist der grundlegende Unterschied zwischen einer Mentalität der Knappheit und einer Mentalität des Überflusses. Es ist einfach eine Frage der Sichtweise, das Glas als halb voll statt halb leer zu sehen. Der Schlüssel zur Anwendung dessen in Ihrem Leben ist einfach. Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie wollen und was Sie bereits haben. Um eine Veränderung herbeizuführen, müssen Sie anfangen, sich auf das zu konzentrieren, was Sie bereits jetzt haben. Alles, was Sie haben, all der Fortschritt, den Sie gemacht haben, die schöne Familie, die Sie haben, die Dinge, die Sie in Ihrem Leben wollen, halten Sie einfach an und denken Sie, was will ich? Was würde mein Leben zu einer echten Entdeckungsreise machen? Wie sieht das aus? Wie fühlt es sich an? Es kann ein vages Bild sein, solange Sie sich auf das konzentrieren, was Sie wollen. Und wenn Sie das tun, wenn Sie weiterhin auf das fokussieren, was Sie wollen, beginnt die Lücke zwischen Ihrem jetzigen Leben und Ihrem gewünschten Leben zu schließen, weil Sie beginnen, die Grenzen Ihrer Komfortzone zu erweitern. Das ist also der Schlüssel Nummer 3. Nun kommen wir zu Schlüssel Nummer 4. Letzter, aber nicht weniger wichtig, der Spiegelzyklus. Dies wird alles für immer verändern, denn wenn Sie lernen, diesen Spiegelzyklus für sich selbst zu manipulieren, werden Sie nicht mehr so unsicher sein über das, was Sie tun. Sie werden buchstäblich sehen, wie sich die Realität vor Ihren Augen verändert. Es beginnt alles mit einer Beobachtung. Was ist die rückwärtsgewandte Haltung, die Sie in der Vergangenheit hatten? All die Beschwerden, die schlechten Dinge, die passiert sind, oder die unbewussten Entscheidungen, die getroffen wurden. Das ist der gegenwärtige Moment. Wenn Sie den gegenwärtigen Moment betrachten und mit Rechnungen konfrontiert sind, die bezahlt werden müssen, und einem Job, den Sie nicht mögen zum Beispiel, beobachten Sie dies und verwenden es, um Ihr Bild oder Ihre Haltung zu formen. Wenn ich Bild sage, meine ich die innere Haltung, Gedanken und Gefühle, die wir dem Spiegel präsentieren. Wenn wir das Bild formen, hat der Spiegel keine andere Wahl, als zu reflektieren. Er reflektiert und formt die Realität entsprechend dem reflektierten Bild. Aber was normalerweise passiert ist, dass die meisten Menschen wieder auf die Reflexion schauen und in diesem Zyklus gefangen bleiben. Das ist eine süchtig machende Falle, in der sich die meisten Menschen befinden. Sie beobachten und bleiben in diesem Muster stecken und am Ende denken sie, verdammt, das passiert immer wieder. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Und dann versuchen sie verschiedene Taktiken und Strategien. Sie versuchen Geschäftsstrategien, sie versuchen ein neues Geschäft zu gründen und nichts funktioniert. Es ist so, als ob es eine Weile funktioniert, sie begeistert. Aber dann kehren sie zu diesem Muster zurück, einfach weil sie keine interne Veränderung vornehmen können. Aber ich möchte, dass Sie sich etwas sehr Wichtiges merken. Das liegt daran, dass keine grundlegende Veränderung in Bezug auf Weltsicht und Identität stattfindet. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Und dann versuchen Sie verschiedene Taktiken und Strategien. Sie versuchen Geschäftsstrategien, Sie versuchen ein neues Geschäft zu gründen und nichts funktioniert. Es ist so, als ob es eine Weile funktioniert, Sie begeistert. Aber dann kehren Sie zu diesem Muster zurück, einfach weil Sie keine interne Veränderung vornehmen können. Aber ich möchte, dass Sie sich etwas sehr Wichtiges merken. Das liegt daran, dass keine grundlegende Veränderung in Bezug auf Weltsicht und Identität stattfindet. Der Weg, dies zu tun, ist, diesen Prozess umzukehren. Für die meisten Menschen beginnen sie mit der Beobachtung, dann der Bildung des Bildes und dann der Reflexion. Das ist der Standardzyklus für Marionetten. Aber wenn sie ein Mitgestalter, ein wahrer Schöpfer ihrer Realität werden wollen, müssen Sie diesen Zyklus umkehren. Ich sage das, weil ich es selbst durchgemacht habe, viele Jahre in meinem Leben. Aber als ich diesen Zyklus wirklich verstand, änderte sich alles. Um diesen Zyklus zu durchbrechen, beginnen wir zuerst mit dem Bild, das wir formen möchten. Wir wenden uns von der Reflexion ab. Wir wenden uns davon ab, unsere gegenwärtige Realität anzuschauen, weil wir beginnen zu erkennen, dass das, was jetzt um uns herum ist, nur aus Entscheidungen geformt wurde, die in der Vergangenheit getroffen wurden. Sie müssen dies erkennen, oder es wird sich nichts ändern. Wenn ich das morgen gestalten will, wähle ich heute bewusst. Also beginnen wir mit dem Bild. Und wenn wir das Bild wählen und sagen, hey, das ist es, was ich will, und das ist es, was ich habe, hat der Spiegel keine andere Wahl,
als zu reflektieren. Zuerst in kleinen Mengen, nach und nach sogar kleine Veränderungen, werden langsam mit Verzögerung passieren. Also, was tun wir als nächstes? Anstatt zu beobachten, bestätigen wir. Wir werfen einen Blick in den Spiegel, um zu sehen, was funktioniert. Und wenn wir die Reflexion sehen, denken wir, oh, das funktioniert. Schau, das ist passiert. Wenn Sie mehr Selbstvertrauen wollen, werden Sie mit der Zeit feststellen, dass die Menschen Sie besser empfangen. Wenn Sie irgendeinen Aspekt Ihrer Arbeit oder Ihres Geschäfts verbessern wollten, werden Sie feststellen, dass sich die Dinge verbessern. Ihre ganze Welt könnte auseinanderfallen. Aber Sie konzentrieren sich nur auf die Dinge, die Ihrer gewählten Weltsicht und Identität entsprechen. Die Idee ist, dass Sie es immer weiter tun. Und je mehr Sie es tun, wird es sich in etwas verwandeln, das über alles hinausgeht, was Sie sich jemals vorgestellt haben. Wenn Sie diese Prinzipien anwenden, wird sich Ihr Leben komplett verändern. Leute, das ist echt. Das ist etwas, das ich angewendet habe und es hat wirklich funktioniert. Also gebe ich es an Sie weiter. Am Anfang meiner spirituellen Reise dachte ich, es sei Unsinn. Aber als ich die Ergebnisse sah, war es verrückt. Dinge, die ich wollte, begannen zu mir zu kommen. Sogar über das hinaus, was ich mir vorgestellt hatte. Wenn wir in die Tiefen des Spiegels der Realität eintauchen, entdecken wir eine innere Kraft, die wir oft übersehen. Was wir um uns herum sehen, ist in der Tat ein Echo unserer Überzeugungen, Identität und Weltsicht. Aber das Geheimnis der Transformation ist, statt nur die Realität zu beobachten, unser Schicksal mit dem Bild dessen zu formen, wer wir sein wollen und was wir erreichen wollen. Wenn wir dieses neue Bild formen, reagiert der Spiegel der Realität mit kleinen Veränderungen und verwandelt sich langsam. Der Spiegel der Realität kennt keine Grenzen, er reagiert nur auf das, was wir ihm bieten. Genau wie der Alchemist, der Blei in Gold verwandelt, können wir unser Leben umwandeln, indem wir eine Mentalität des Überflusses annehmen, uns auf das konzentrieren, was wir haben und was wir wollen. Letztendlich ist unsere Reise durch den Spiegel der Realität eine Suche nach der Wahrheit in uns selbst und ein Feiern unserer Fähigkeit zu erschaffen, zu innovieren, zu transzendieren. Ich hoffe, dass dieses Wissen die Flamme sein wird, die Sie auf Ihrer Lebensreise leitet und Ihnen hilft, die Realität Ihrer Träume zu erschaffen. Danke, dass Sie sich mir auf dieser Reise angeschlossen haben. Wenn dieses Video mit Ihnen resoniert hat, lade ich Sie ein, zu liken und unseren Kanal zu abonnieren. Teilen Sie dieses Video mit anderen, damit Sie von dieser Botschaft profitieren können, und vergessen Sie nicht, unten einen Kommentar zu hinterlassen, um Ihre Gedanken, Reflexionen und Erfahrungen zu teilen. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Mitmachen. Passen Sie auf sich auf und bis bald.